Stuart, aufs Feld mit dir! Mami, Daddy, ich werde eingewechselt! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ah! Alles, was Stuart wollte, war ein kleines Abenteuer. Wäre es nicht cool, wenn ich echt damit fliegen würde? Da gibt's nur ein kleines Problem. Mami. Er braucht Raum, sich zu entfalten. Er darf mit dem Auto in die Schule fahren. Welche Mutter erlaubt das schon? Doch du weißt nie, wann ein Abenteuer vom Himmel fällt. Wow! Hey, wo ist der Falke? Falke? Welcher Falke? Der Falke, gib da! Das ist Margalo. Sie bleibt ein Weilchen bei uns. Nimm das Katzenkörbchen. Du hast eine Katze? Keine Sorge wegen Snowbell. Der tut keiner Fliege was. Die schmecken rückwärts so eklig wie vorwärts. Nun. Hallöchen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du mich? Dass ich nicht lache. Hast du gehört? Ich hab gelacht. Hat Stuart endlich jemanden... Schön, dass Stuart jetzt eine Freundin hat. ...der die Welt so sieht wie er. Alle hier denken, ich sei zu klein, um irgendetwas auf die Reihe zu kriegen. Hey, also ich sag immer, man ist so groß, wie man sich fühlt. Genau. Habt ihr Margalo gesehen? Doch als Ärger in der Luft liegt... sind zwei ungleiche Partner. Der Falke hat sie geholt. Tu dir selbst einen Gefallen. Auf den Wellensittich und vergiss sie. In den Fall verstrickt. Sie ist in Gefahr und es ist meine Pflicht, ihr zu helfen. Bin ich nun eigentlich ein Mann oder eine Maus? Soll das eine Fangfrage sein? In diesem Sommer. Was weißt du über einen Vogel namens Falken? Der verschlingt euch so schnell, ihr seid ein Falkenpups, bevor ihr um Hilfe schreien könnt. Ich werde ein Falkenpups. Juhu! Vertraue auf dein Glück. Senko! Bitte tu mir nichts! In Schwung. Das ist jetzt ganz offiziell ein Katzenklo. Und starte. Seid ihr noch befreundet oder darf ich ihn filetieren? Nein, Monty, du darfst ihn nicht filetieren. Bitte. Zum größten kleinen Abenteuer aller Zeiten. Stuart! Stuart, zieh dich jetzt auf! Ein wahres Himmelfahrtskommando. Stuart Little 2. Margalo, wo steckst du? Ich bin im Eimer. Ach, so schlimm wird's schon nicht sein.